So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zurück zu RDA. Kurzform für Ritter der Abendrunde. Wir haben jetzt das Spiel mal gewechselt, nachdem wir ein kleines Päuschen hatten und uns alle so ein bisschen mit Essen, Trinken und sonstigen Körperlichkeiten versorgt hatten. Haben wir gedacht, spielen wir nochmal eine Runde Cards Against Humanity, weil Stadt, Land, Fluss macht schon Spaß, werden wir auch demnächst auf jeden Fall wieder spielen. Aber die Runden sind dann doch relativ lang. So, wir haben alles eingestellt. Wir könnten jetzt einfach Start Game machen. Und ich bin der Cheesa. Adriano, kennst du das Spiel oder noch nicht? Noch nicht. Okay, das bedeutet, du hast oben links immer so ein immer so eine Situation und du musst dann halt entscheiden, was könnte in die Lücke passen. Der Cheesa, das ist der, der den Hammer hat, der muss dann entscheiden, welche Aussage für ihn am lustigsten oder am coolsten oder am tollsten oder am relevantesten ist. Und dein, deine Aufgabe ist es, dass ich deine Karte ziehe, weil sie irgendwie besonders ist oder so. Ja. Genau. Und das ist eigentlich der Plan. Je ausgefallener, desto bessere Chancen hast du. Ja, so in etwa. Gut, der Cheesa ist auch derjenige, der halt immer alles vorliest. Das bedeutet, ich lese dann halt jetzt, guck's dir einfach an, wie ich das mache. So, und sein Name ist ... Tobis Vater, der Elefantenmensch. Wer ist denn Tobi? Ah, das ist von, okay, von dem einen Deck. Gut, können wir eigentlich dann so nicht nehmen. Und sein Name ist Barack Obama. Okay, oder Thaddäus. Wer hat denn? Okay, vielleicht kann ich das ein bisschen größer machen. Super. Jo, ich würde dann sagen. Bitte. Psst. Ja, komm, nehme ich mal den Thaddäus. Bestimmt kommt. Ich hab's. Irgendwie habe ich es im Blut gehabt, dass es die Conchi ist. Du hast es nicht im Blut, sondern im Urin. Stimmt, ich hab's in der Samenstränge gespürt. Ja, gut. Wer ist dran? Die Conchi. Ach Mann, das hätte ich gern gemacht. Wuff. Hoffentlich seid ihr ausgefallene Eiscreme-Geschmäcker. Pferdefleisch. Vergewaltigen und plündern. Wie das wohl schmeckt. Das schmeckt so wie kranzige Alten. Und Bacon. Das ist schon, Vergewaltigung und Plündern schmeckt irgendwie so zwischen, ist so ein Mix zwischen alter Eichel, Arschwasser und ranziger Brustfalte. Oh, Alter, woher weißt du sowas? Ich hab's nicht, frag bitte nicht, warum mein Gehirn... Frag bitte nicht, warum ich... warum mein Gehirn sowas ausspuckt. Oh, Bluppi. In China bezahlen Leute ein Vermögen, um Erfahrungen mit ... zu machen. Mal sehen, ob wir den Joke kennen. In China bezahlen Leute ein Vermögen, um mit einem Teddybären in die Augenhöhle ficken zu machen. Oder lieber mit Kamikaze-Piloten Erfahrung zu machen. Oder doch mit Bielefeld. Bielefeld existiert aber nicht. In der Tat. Touché, Tüte. Blub kennst du, oder? Kennst du's? Ja, komm. Dickfingers? Nee. Dickfingers, wo der Red versucht, eine Chipstüte zu öffnen während der Apokalypse, Zombie-Apokalypse, und der mit einer Schrotflinte auf die Tüte schießt und die Chipstüte einfach nicht aufgeht. Und der so, Touché, Tüte. Alles klar, Adriano, jetzt bist du dran mit Lesen. Ja. Hm.
So. Die Nachtschicht und wir. Dein Mikrofon ist wieder kaputt. Okay, dann lese ich erstmal für den Adriano gerade vor, weil sein Mikrofon wahrscheinlich gerade wieder abgeschmiert ist. Die Nachtschicht plus Viagra gleich mein Sexleben. Vibrator plus ein Kondom mit geheimem Loch gleich mein Sexleben. Ja, ich habe jetzt gerade in der Nase gebohrt. Oder eine Schnappschildkröte, die in die Spitze deines Penises beißt, plus thermonukleares Waffenarsenal gleich mein Sexleben. So, Adriano, was beinhaltet dein Sexleben? Dankeschön. Alles klar, Conchi. Wie wirkt sich denn Viagra auf Frauen aus? Kriegen die dann irgendwie so 10 cm lange spitze Nippel, mit denen sie Glas schneiden können, oder? Hinterfrage einen Körper einer Frau nicht. Ich hinterfrage ihn nicht. Ich frage ihn nach den Folgen oder nach der Wirkung. Okay, pssst. Ich glaube, du solltest zwischendurch mal was sprechen, Adriano. Einfach so, damit dein Headset vielleicht checkt, dass du was sprichst. Weil eben ist es okay, nämlich gerade. Weil manchmal ist es halt, wenn sich das Ding selbst abschaltet, dann ruckelt das ganz schön. Ich bin dran. 9 von 10 Frauen würden es ihrer Freundin empfehlen. Einmal ein Schild aus Hundewelpen. Oder ein Mann mittleren Alters auf Rollschuhen. Das klingt so Conchi-mäßig. World of Warcraft. 9 von 10 Frauen würden World of Warcraft ihrer Freundin empfehlen. Ist klar. Natürlich. Und ich würde meinem besten Freund Hello Kitty der Inselspaß empfehlen. Ja. Ja. Oder Barbies New Adventure. Oh. Ein Schild, ich würde sagen, das klingt so nach Conchi, die hat aber schon 2 Punkte. Nehme ich mal ein Schild aus Hundewelpen. Juhu. Ach Mann. Was? Conchi, World of... Guck, genau das meinte ich. Das habe ich eben zum Mater gesagt. Weißt du, so World of Warcraft hätte ich dem Adriano oder dem Blub zugeordnet und das mit den Hundewelpen wäre zu Conchi vielleicht noch gepasst, aber das mit dem anderen, habe ich vergessen, würde halt passen. Aber nein, genau das, was man einer Frau nicht zutraut, haut die Alte raus, ey. Ja. Was macht dich am meisten depressiv? Weiner-Streams. Was? Weiner-Stream. Oh, Weiner-Streams haut so raus. Also Kleiderbügel könnten... Kleiderbügelabtreibung. What the fuck? Kennst du das nicht? Adolf Hitlers Gasrechnung. Oder die mit erhobenen Händen schreiend im Kreis drin. Ah. Tja, Conchi, was macht dich am meisten depressiv? Als Frau müsstest du ja die Kleiderbügelabtreibung. Ja, hoffe ich wohl. Ah, sie nimmt's auch noch geil. Herrlich. War so klar. Das macht mich depressiv, dass Weiner das. Das war ja, dass ich das rausgehauen habe. Okay. Ja. Punkt, Punkt, Punkt ist der beste Freund einer Frau. Dann erzähl mir doch mal, was der beste Freund einer Frau ist. Conchi muss noch denken. Also versuch sie zumindest. Sie kann denken. Versuch nicht wieder zu qualmen. Es raucht! Versuch nicht wieder zu rauchen. Irgendwann hört man nur noch diesen, wie die Haare so vom Kopf brutzeln. Crack rauchen mit der Biolehrerin ist der beste Freund einer Frau. Yeah. Twilight. Alter. Oder doch Sailor Moon. Tja, das ist jetzt schwierig. Das ist definitiv nicht von der Conchi. Crack rauchen mit der Biolehrerin. Boah. Ja, du hast mich genau richtig verstanden. Sailor Moon. Mann, ey.
Ja, Twilight, ey, komm, jetzt haut's aber wirklich das Girlie raus, ey. Hey, ja, ich hab hier doch alle Filme hier rumstehen. Ja, ihr geht. Ich mag es beim Sex über zu denken. Oh je, jetzt bist du dran, Adriano. Ja. Ich mag es beim Sex über Prostata-Untersuchungen nachzudenken. Lecker, wenn der Arzt mit dem Finger. Ich mag es beim Sex. Ich mag es beim Sex über Juden mit AIDS nachzudenken. Yay! Ich mag es beim Sex über übergroße Lollis nachzudenken. Das ist bestimmt von der Conchi. Sowas kann nur einer Frau einfallen. Hey! Wenn man gerade nicht auf Kopfhöhe ist, dann denkt man am besten an übergroße Lolli. Oh nee. Kinder, immer schön Kinder-Schokobons essen. Die sind lecker. Schleichwerbung. Yay, Blubber. Guck, ich hab's gewusst. Es kam von der Conchi. Ich hab's in der Arschkimmel gespürt. Also nicht Conchi habe ich in der Arschkimmel gespürt, sondern dass es von ihr gekommen ist. Okay, das war eklig. Meine Gefühle für Merkel. So sauer werden, dass man einen Ständer bekommt. 9/11. Nagasaki. Oh, Nagasaki, was war denn das nochmal? Googeln. Nee, Nagasaki war doch diese Fähigkeit bei South Park, mit dem er seinem Arsch so extrem entspannt anspannt, dass man mit seinem Furz Wände einreißen kann. Ist eine Stadt in Japan. Ist eine Stadt in Japan, die während des Zweiten Weltkriegs genauso wie Hiroshima von den Amerikanern mit Atombomben beworfen wurde. Das ist interessant. Ich kenne Nagasaki nur als South Park Stab der Wahrheit Fähigkeit. Aber die Atomsprengung in Nagasaki war nicht ganz so schlimm wie in Hiroshima. Deswegen spricht kaum einer über Nagasaki. Ha! Mist. alles klar, wir sind als nächstes dran. Ich hab schon wieder in der Nase gebohrt. Und das mit Facebook. Mann, ey! Immer diese. Die hätte ich gern. Es muss eine Anime-Version von geben. Ja. So ein Anime über Yugi Löw. Es muss ein Anime über Yugi von eine Anime-Version Donald von Donald Trump. Schizophrener Transvestit. Gibt es bestimmt. Wir sprechen hier von Japan. Komm hier so mal du. Oh, Adriano. Der Adrian hat ja gleich schon gewonnen. Donald Trump. Ja. Ich glaube, einen Punkt braucht er noch. Stimmt. Es geht eigentlich 13 Minuten, also wir könnten nicht. Warum hast du eine Maske auf? Erzähl mir. Mehr. Er hat eine schwarze Maske auf. Er hat ganz andere Probleme. Ja, Blub. So, warum hast du eine Maske aus? Fremdschämen bei einem Date mit Conchi. Das ist von Graf. Noch ein beschissener Vampirfilm. An den Rand gedrängt werden. Kann ich nur eins dem? Tut mir leid. Oh Mann! Das verrät über deine Persönlichkeit, Conchi.
Unerhört. Oh, die Rache von ihr wird so süß sein. Einmal gepoppt, nie mehr gestoppt. Ah, das passt einfach zu gut. Oh, hier auch. Oh, das passt alles. Scheiße, jetzt hat schon irgendwas genommen. Kinder an einer Linie, Leine, einmal gepoppt, nie mehr gestoppt. Erotische Harry Potter Geschichten, einmal gepoppt, nie mehr gestoppt. Oh ja, auf jeden Fall. Mm, Dumbledore. Entschuldigung, erzähl mal. Was? Eine furzende Antilope, einmal gepoppt, nie mehr gestoppt. Oh ja, das ist für die extra Portion Gas. Oh, Kinder an der Leine, lecker. Erotische Harry Potter Geschichten, oh ja, Hagwart. Snape. Ich stehe auf Snape. Den Bart. Serious? Snape. Snape. Dumbledore! Meine Antilope hat gewonnen. Also die Conchi steht auf pupsende Antilopen. Ja, sie sind so majestätisch. Deswegen können die immer so schön springen. Die Bundeswehr hat mit dem Abwurf von für gesorgt. Ach du Scheiße. Jetzt kommt bestimmt sowas wie, die Bundeswehr hat mit dem Abbruch von Grafs Knödel für Grafs Untergang gesorgt. Man also, kann es jetzt wohl nicht beschreiben. Ups. Ja. Gut, die Bundeswehr hat mit dem Abwurf von ein deftiger Frühstücksdöner für Vandalismus gesorgt. Ja, unterschreibe ich. Abwurf von Juden für Vaginalherpes gesorgt. Alter, ist das eklig. Bäh. Ekelhaft. Ekelhaft. Oh, ich muss mir die Clips mal irgendwie... Ich brauche mal so ein Mischpult, wo ich so ein Videoclip-Mischpult habe, das dann einfach diesen Einspieler einbringt, wenn er passt. Oder die Bundeswehr hat mit dem Abwurf von Joseph Goebbels für eine gut koordinierte Symphonie von Fürzen gesorgt. Ja, für was entscheidest du dich? Komm, nimm mal meinen Frühstücksdöner. Mann, Adrian hat gewonnen. Nein, Adrian hat gewonnen. So schnell. Warum hab ich ihn? Oh, weil du dumm bist. Das ist gemein. Ja, komm, eine Runde können wir noch machen. Dann machen wir aber mal 3 Punkte zum Gewinnen. Dann kann das in eine Folge passen. Start Game. Conchi muss wählen. Geil. So, was würde die Welt zu einem besseren machen? Ja, Conchi. Einen Tauben in einen Stummfilm mitnehmen. Das ist ja schon fast sozialistisch. Inzest mit meinen 15 Geschwistern. Oh ja, da. Oder ich will das revealen. Hallo. Ja. Lost Connection, geil. So. Hoch, hoch, runter, runter. Links, rechts, B, A. Ist das nicht der Konami-Code? Ja, ich glaube schon, das war der damalige geheime Konami-Code, der hoch, nicht ganz hoch, so geheim runter, ist. Runter, links, rechts, B, A. Aber ich meine, da war einmal links, rechts zu viel. Keine Ahnung. Dass ihr euch sowas mit.
Ja, wir sind halt wirklich Nerds. Wir tun nicht so, als wären wir es, wären wir sind es. Deswegen wissen wir sowas. Dann nehme ich das mal. Ach, das kommt von Blub. Das hätte ich aber nicht erwartet. Wow, Blub ist ja ein richtiger Zivildienstleister. Ja. Es gibt eine Menge ... im Himmel. Komm, das passt einfach. Ich hab... Es gibt eine Menge Würstchenpartys im Himmel. Lecker. Es gibt eine Menge Frauen in Joghurt-Werbespots im Himmel. Oder es gibt eine Menge Axtjäger im Himmel. Oha. So, was gibt's denn im Himmel? Also wenn es im Himmel eine Menge Würstchenparty gibt, ey, dann bin ich aber nicht unbedingt Freund davon. Dann will ich lieber hier unten bleiben. Keine Angst, ich gehe in die Hölle. Okay. Also solange die in der Hölle und im Himmel Internet haben. Ja, ich habe gewonnen, aber es war klar. Du willst Frauen in Joghurtspots. Ja. Besser als Würstchenpartys oder Axtdeo. Das gibt es doch auch hier. Mensch. Tja, aber hier siehst du sie nur an Werbespots. Warum habe ich Schmerzen? Mach deine Entscheidung jetzt. So, Adrian, warum? Ja. Muss ich mal probieren. Warum habe ich Schmerzen? Sexualkundeunterricht. Warum habe ich Schmerzen? Kleiderbügelabtreibung. Warum habe ich Schmerzen? Meister Popper, Dreck hinter dir. Oh, Vorsicht, der Meister Popper, der gibt dir Sexualkundeunterricht und zeigt dir eine Kleiderbügelabtreibung. Ja, jo. Komm, das hat einfach super gepasst, oder? Ja. Gut, Conchi hat gewonnen. Alles klar. Next. Oh, ich bin dran. Beim nächsten Zaubertrick werde ich aus einem holen. Werde ich Graf aus einem Kanickelarsch. Kommt bestimmt irgendwie sowas von der Conchi. Ich muss der Conchi ja den Wind aus den Segeln nehmen, weißt du? Die hat ja Blankcards. Die kann ja sowas schreien. Ich bin noch gewappnet für die Rache von eben. Da kommt irgendwas. Irgendwann kommt da was. Adriano braucht noch ein bisschen und die Conchi lässt sich was richtig Gemeines einfallen. Eine glühende Büroklammer aus Grafs Harnröhre. Alles still, alles Totenstille und keiner lacht, denn der Graf hat einen Witz gemacht. Ja, die Runde machen wir noch fertig und dann ist für heute erstmal Schicht im Schacht. So, der Gesprächsstoff ist so langsam raus. Oder warum seid ihr so still? Tja, man muss halt gut überlegen. Wir warten. Bei meinem nächsten Zaubertrick werde ich Japaner, die nicht gut in Mathe sind, aus einem schlecht getimten Holocaust-Witz holen. Yay! Oder ich werde ein einsamer... Was? Ein einsames Schama aus dem Bereich eines gewissen Streamers holen. Ich hab's irgendwie so im kleinen C, von woher das kommt. Ja. Oder ich werde Mischlinge mit Komplexen aus einem beschnittenen Chewbacca. Ich muss das einfach nehmen und ich wette mit dir,
um ein Duplo, dass es von der Conchi ist. Ja. Ich hab's gewusst. Irgendwer schuldet mir ein Duplo. Yay. Ich nicht. Ich schick es dir im Sommer bei 30 Grad Hitze, ja. Per Brieftaube. Das ist mir mal passiert. Kurze Story dazu. Und da hatte ich auch hier irgendwie Duplo und Hanuta geholt. Habe ich jetzt gerade aktuell auch gerade im Schrank. Und wollte die halt abends bei einem schönen Play, bei einer schönen Playlist von hier bitte Lieblings-YouTuber einfügen, genüsslich machen. Habe das Hanuta gegessen. Und habe das Duplo vergessen. Hanuta gespachtelt, war lecker. Und dann bin ich irgendwann eingeschlafen und habe das Duplo vergessen. Und am nächsten Morgen habe ich es halt gesucht. Und habe dann irgendwie mein Nachthemd ausgezogen und gedacht, warum sind denn so dunkle Flecken auf dem Rücken? Ich dachte, habe ich mich irgendwie im Schlaf aufgekratzt oder irgendwie eine Wunde oder so? Weil getrocknetes Blut wird ja auch braun nach einer Zeit, ne? Nö, da bin ich irgendwie im Schlaf auf das Duplo gerollt und es hat dann richtig schön an meinem Rücken sich halt, ist dann halt geschmolzen und an den Seiten richtig schön rausgequatscht. Lecker, das sah aus. Konnte ich gleich das ganze Bettlaken, Bettdecke, alles war versaut. In den letzten Monaten dachte Robin Williams an, ja, keine Ahnung. Werden wir jetzt herausfinden. Zwei labbrige Schlauchtitten mit tellergroßen Warzenhöfen. Höchst interessant. Hormonspritzen oder an mein Sexleben. Auf jeden Fall. Total. Dann, Blub. Aha, zwei lapprige Schlauchtitten mit tellergroßen Warzenhöfen. Das ist ja das, wo er dran denkt, nicht ich? Ja. Da muss ich mir gleich mein Ziegenbart mal streicheln. Ender bumst, was? Wer ist denn Ender? Ist egal, irgendwer bumst. Ender bumst. Könnte das vielleicht aus Minecraft sein oder so? Weiß ich nicht. Enderman oder wie sich die Leute da schimpfen? Ender bumst, Schneeflittchen. Ender bumst. Hallo? Den Weltuntergang. Weltuntergang. Ender bumst, Boris. Der sowjetische Liebeshammer. Boris, nicht Boris. Boris, der sowjetische... Boris. Es ist ein sowjetischer Liebeshammer, also Boris. 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 Nehmen wir mal das Schneeflittchen. Och, Mann. Aha. Adriano holt sich wieder. Ja gut, läuft gut. Mein erster Punkt. Ja gut, gut, Blub und Conchi haben beide schon einen Punkt. Was wird im Alter besser? Ups, das war nicht der Fall. Was wird im Alter besser? Minderjährige Thai-Mädchen. Was wird im Alter besser? Walner. Oh, ich hab's gewusst. Ich weiß auch, von wem das kommt. Was wird im Alter besser? Türkische Schwuljuden, die brennend im Kreis rennen. Türkische Schwuljuden, die brennend im Kreis rennen. Okay. Tja, Adriano. Was wird im Alter besser? Du weißt, was du nehmen musst. Es ist zu offensichtlich. Ich hab's gewusst. Ja. Ich wusste es. Die Rache ist gekommen. Ja, wenigstens kann ich mich jetzt wieder entspannen. Obwohl, wer weiß. Ja, ist klar. Konnte ich schon gewonnen. Natürlich. Ja, natürlich. So, damit verabschieden wir uns eigentlich von der zweiten Folge, weil wir sind jetzt auch schon wieder bei 29 Minuten angelangt. War cool. Wie fandet ihr das so? Kurz Feedback von euch. Korall. Cool mit K am Anfang. Cool. Yes. Cool. Cool. Okay, Adriano. Ja, ging eigentlich. Ja,
War cool, war in Ordnung, ja. Und super, fühlt sich auch in der Gruppe wohl. Ja. Ich meine, Conchi. War befriedigend. Conchi ist befriedigt. Und damit verabschieden wir uns von Part Nummer 2 von wie haben wir uns? RDA. Von den Rittern der Abendrunde. Und ja, jetzt wo Conchi befriedigt ist, sollten wir auch Schluss machen. Haut rein, Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Part. Tschüssi. Ciao, ciao.